im Mainstream durchgesickert. Klimawandel durch Wetterwaffen. Die Rede ist von wetterverändernden Technologien, die von Menschen gesteuert werden und dringend ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden müssen. Natürlich. Wer das Wetter kontrolliert, der kontrolliert die Welt. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Im Mainstream durchgesickert. Klimawandel durch Wetterwaffen. So, da gehen wir jetzt rein. Liebe an die Community, Daumen nach oben da lassen, ein Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Peter, geht los, Digi. Und los. Hitzewellen, Trockenheit, langanhaltende Brände, Erdbeben, Tornados, Tsunamis und viele andere Wetterkatastrophen quälen die Menschheit zunehmend. Haben wir es mit einem menschengemachten Klimawandel zu tun? Während die Medien nicht müde werden? Das ist eine gute Frage, sage ich euch ehrlich. Ich glaube, es ist nicht so einfach zu beantworten. Also es ist auf jeden Fall nicht so einfach, wie es uns teilweise präsentiert wird. Ich glaube, das Klima der Erde hat sich schon immer drastisch verändert. Deswegen hatten wir auch sowas wie heftige Eiszeiten und Zeiten, wo mostly Wasser dann da war, nachdem das Eis geschmolzen ist und so. Das war ja schon immer so, dass das Klima sich extrem verändert hat. Ich glaube, wir Menschen haben halt einen krassen Einfluss auf unsere Natur genommen. So, und wir schaden der Natur. Und die Natur antwortet auch zurück auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich glaube, es ist nicht so einfach zu sagen, wie die das uns eintrichtern wollen, dass nur die Menschen dafür verantwortlich sind und dass wir uns jetzt einsperren müssen, keine Autos mehr fahren dürfen und Insekten fressen müssen, während die Leute, die uns das eintrichtern, mit Privatjet in die Schweiz fliegen von Deutschland aus, weißt du? Da merke ich dann schon wieder, dass keine vertrauenswürdige Quelle, die mir das gerade eintrichtern möchte, dass ich schuld daran bin, dass das Klima sich verändert. So. Weißt du? Und da muss man sich halt fragen, was ist die Agenda dahinter? Dem einfachen Bürger die Schuld dafür zuzuschieben, sickern immer mehr Hinweise auf eine gezielte Wettermanipulation durch. Die Rede ist von wetterverändernden Technologien, die von Menschen gesteuert werden und dringend ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden müssen. Natürlich. Im Folgenden greift KlarTV Hinweise aus den Leitmedien auf, die eindeutig belegen, dass die Erforschung und Anwendung von Klimawaffen real sind und eine lange Geschichte haben. Erstens. Am 14. März 2019 sagte die Schweizer Umweltministerin Simonetta Sommaruga in einem Interview am Rande der vierten Simonetta it out, man. Weltversammlung der Vereinten Nationen Folgendes. Ja, die Schweiz hat versucht, das Thema Geoengineering, also das Versprühen von Partikeln in die Atmosphäre, mal... Wie jetzt? Ich dachte, das ist eine Verschwörungstheorie. Mit diesem Versprühen und mit diesen Chemtrails und sowas. Wie jetzt? Mal auf den Tisch kommt, dass man die Informationen sammelt, dass man Chancen und Risiken anschaut. Das sind wirklich Versuche, die man hier macht, ohne überhaupt die Auswirkungen zu kennen. Aber wir werden weiter dafür kämpfen. Wir müssen ohne die Auswirkungen zu kennen, okay. Manchmal zweimal einen Anlauf nehmen und das wird auf jeden Fall weitergehen. Das Thema ist zu wichtig und zu allenfalls auch problematisch. Als das ist zu wichtig, sagst du? Einfach wegschauen können. Klingt mir so wie, als ob dir das zugegeben hat gerade, wa? Zweitens. Bereits am 14. Januar 2009 machte Diplom-Meteorologe Gunther Thiersch bei der Ansage des Wetterberichtes im deutschen ZDF einige irritierende Bemerkungen. Gunther Thiersch erklärte auf der Wetterkarte: Miese Schwurbelei, Freunde, Aluhüte auspacken, wir sind drin. Das Wetter wörtlich. Und dann haben wir noch etwas, was wir nicht als Regen oder Schnee identifizieren können. Hier im Westen diese Schlangenlinien, das haben wahrscheinlich am Nachmittag über der Nordsee ein paar Flugzeuge, Militärflugzeuge rausgebracht. Was? Was? Das haben wahrscheinlich ein paar Militärflugzeuge über am Nachmittag rausgebracht, sagst du? What the fuck? Was wir nicht als Regen oder Schnee identifizieren können. Hier im Westen diese Schlangenlinien, das haben wahrscheinlich am Nachmittag über der Nordsee ein paar Flugzeuge, Militärflugzeuge rausgebracht. Und in etwa 5 bis 6 Kilometer Höhe hat mit Wetter so nichts zu tun. Hat mit Wetter so nichts zu tun. Bruder. Das ist schon suspicious, Bro. Kurze Zeit später interviewt das ZDF aufgrund zahlreicher Zuschauerfragen zu diesem Wetterbericht
den Fachmann. Ach krass, die haben Zuschauer haben gesagt, was hat er erzählt oder was? Das ist krass. Carsten Brandt vom Wetterdienst. Hier die stark gekürzte Fassung im Originalwortlaut. Ein Phänomen, das Carsten Brandt vom Wetterdienst Donnerwetter gut kennt. Bereits 2005 waren den Meteorologen erstmals solche merkwürdigen Geisterwolken aufgefallen. Auch Kriegsschiffe tarnen sich mit solchen... Haben die da einen ganzen Bericht drüber gemacht, sagst du? ...östlichen Wolken. Düppel wurden bereits im Zweiten Weltkrieg entwickelt. Bestanden sie damals aus Staniolstreifen, so sind es heute mit Aluminium bedampfte Glasfasern mit einer Länge von 15 bis 25 Millimeter und einem Durchmesser von ca. 100 Mikrometer. Crazy. Sind die Fäden halb so groß wie die Wellenlänge des Radars, kommt es zu Falschechos. Für die enorm großen Geisterwolken aus Richtung holländischer Küste müssen immer wieder tonnenweise der Substanz über der Bundesrepublik niedergehen. Wir richten Umweltzonen und Ähnliches ein und anscheinend gilt die Umweltzone in 4-5 Kilometer Höhe über der Nordsee anscheinend nicht und über Deutschland nicht, da spielt es keine Rolle. Krass, was das für ein Beitrag ist, das scheint mir wie ein offizieller Beitrag, wa? Ausgebaut wird, finde ich unglaublich. Auch wenn diese Militärwolken nicht von der Bundeswehr stammen, dass sich niemand verantwortlich fühlt für Stoffe, die regelmäßig über Deutschland absinken und die eigentlich verboten sind, halten die Meteorologen schlichtweg für absurd. ZDF, Digga, hat es berichtet. Absurd ist ja noch eine nette Umschreibung. Hier wird die Bevölkerung getäuscht. Hier wird die Bevölkerung getäuscht. Hier wird die Bevölkerung getäuscht. Krass, Digga. Wir haben uns ja öfter mal so alte ZDF-Dokus reingezogen. Die haben da schon noch ein bisschen geschwurbelt damals so. Damals waren die auch noch ein bisschen regierungskritisch und kritisch, was so alles abgeht und passiert. Und ihr müsst euch mal den Unterschied reinziehen. Denkt ihr wirklich, dass es heutzutage nochmal einen ZDF-Beitrag geben würde, der sowas aufgreift? Der sowas sagt auch? Niemals. Niemals. Drittens. Sehr ausführliche Aussagen zum Thema Wettermanipulation. Das ist eigentlich das, was eigentlich ZDF sein sollte. Das ist Staatsfernsehen. Also wir bezahlen ja die JungsInnen da. Also wir zahlen ja jeden Monat zahlen wir Gebühren, damit die uns informieren und für uns quasi einstehen und die Politik hinterfragen und die Regierungen und was die da so treiben, was uns eventuell nicht gut tun könnte. So. Das war mal der Ursprung, das war eigentlich mal der Sinn der Sache. Heutzutage ist halt nur noch reine Propaganda, die das erzählt, was der Staat quasi sagt. So. Terz machte der deutsche Physiker und Fernsehmoderator Bublatt in einer Dokumentation für das ZDF. Bublatt gestaltete bis 2008 die Wissenschaftssendungen Bublatt, na Mann. ZDF Abenteuer Forschung. In einer Folge geht er auf Wettermanipulationen durch das Militär mittels riesigen Antennenanlagen und die Erzeugung künstlicher Wolken ein. Auch hier ein Ausschnitt im Originalwortlaut. Es gibt den Verdacht, dass die starken Sender und die großen Antennenanlagen von Harp auch für diese militärischen Versuche benutzt werden. Arkona, Alaska. Fernab von jeglicher Zivilisation betreiben die amerikanischen Militärs hier eine Anlage zur Manipulation der Ionosphäre. So. Es gibt doch offizielle CIA-Dokumente, die sagen, dass die das Wetter kontrollieren wollen. Bis was? 2000 irgendwas. Ich habe das Jahr jetzt vergessen. Aber das Ziel war auf jeden Fall, das Wetter 100%ig zu kontrollieren. Name des geheimnisvollen Projekts ist... Krass, dass du immer noch ein Verschwörungstheoretiker bist, wenn du solche Dinge erzählst, ne? Wenn die das damals schon im ZDF gesagt haben. Ein riesiger Antennenwald kann Radiowellen... Oh, die Stimme, Digga. Ich liebe diese alten ZDF-Dokumentationen, Bro. Da können wir uns auch mal wieder... Also falls einer von euch hier auf YouTube oder auf Twitch auch eine geile ZDF-Doku von damals hat, knallt die mal rein in den Discord. Ich hab Bock. Das ist schon sehr nostalgisch so. Fühl ich. ...in die Ionosphäre abstrahlen. Mit den Radiowellen versucht man, die Ionosphäre zu verändern. Die Radiowellen pumpen Energie in diese Schicht aus elektrisch geladenen Teilchen. Die Ionosphäre wird aufgeheizt, dehnt sich an diesen Stellen aus und zeigt Störungen. Eine Möglichkeit, dem militärischen Gegner Schwierigkeiten zu bereiten. Doch offiziell soll Harp lediglich der Erforschung der Ionosphäre dienen. Ah ja. Weiterhin berichtet Bublatt über eine ähnliche Anlage in der Nähe von Bublatt, na Mann. Tromsø in Norwegen. Dann folgt ein Abschnitt der BBC, der über die Erzeugung von künstlichen Wolken durch die NASA berichtet.
NASA, Stichwort. Kurzes Zwischenfazit. Das ZDF berichtete bereits vor über 10 Jahren über Ansätze aus dem Militärbereich, durch Ausbringen von Partikeln und durch riesige Antennenanlagen, das Wetter zu militärischen Zwecken zu beeinflussen. Was denkst du, wo wir dann heute sind? Doch hören Sie eine weitere Stimme, die sehr ausführlich zu Art und Zielen von Wettermanipulationen berichtet. Viertens. Der spanische Fernsehsender Lauche Zamora de Uve interviewte am 19.10.2017 Josefina Fraile von Asociación Tierra Sostenible unter der Überschrift Geoengineering, Pakt der Verschwiegenheit. Hier hören Sie einige Ausschnitte dazu im Wortlaut. Am Anfang geht es um ein Verbot interessante Geschichte hier. Sogenannten Klimawaffen. Josefina Fraile bezieht sich darin auf die INMOT-Konvention, einer Konvention über das Verbot von militärischem oder jedem anderen feindlichen Gebrauch von umweltverändernden Technologien. Dies ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der von den Vereinten Nationen, also der UNO, als Resolution 3172 bereits 1976 verabschiedet wurde. Ausdrücklich erwähnt werden Eingriffe, die Folgendes bewirken: Erdbeben oder Veränderungen der Erdkruste, Tsunamis. Wetterphänomene wie Zyklone, Tornados, Wolkenbildung, Niederschlag, Regen, Störung. Das ist jetzt krass, wenn du so überlegst, ne? Da muss man auch jetzt mal gucken, müsste man auch nochmal jetzt überlegen, welche von diesen heftigen Naturkatastrophen in den letzten Jahren, Jahrzehnten quasi herbeigerufen wurden. Bewusst. Das muss man sich mal überlegen, weißt du, wie ich meine? Dass das eigentlich möglich wäre. Ich sag nicht, dass die alle herbeigeführt wurden, bewusst, aber es wäre möglich. Und das ist schon ein bisschen scary, Bro. Ökologischen Balance einer Region, Beeinflussung der Meeresströmungen und so weiter. Man hat. Dafür wird es auf jeden Fall ein Payback geben, so. Weißt du, wie ich meine? Egal wie krass wir denken, dass wir alles beeinflussen können, meiner Meinung nach gibt es sowas wie einen Gott. Und sowas wie ein Ausgleich, Aktion, Reaktion, weißt du? Menschen denken, also es gibt Menschen, die denken, dass die so weit gehen können, dass sie Gott spielen können. Aber das, da haben die Rechnung nicht mit dem Schöpfer gemacht, meiner Meinung nach so. Das wird zurückkommen. Ein Abkommen getroffen, dass die Klimawaffe für kriegerische Auseinandersetzungen nicht benutzt werden darf. Doch tatsächlich wird sie immer noch benutzt. Man hat ein Abkommen getroffen, dass die Klimawaffe für kriegerische Auseinandersetzungen nicht benutzt werden darf. Doch tatsächlich wird sie immer noch benutzt. Kann man. Ah, ja. Und was macht man mit dieser Waffe? Mit dieser Waffe kann man Regen erzeugen, Stürme, Wolken, überleg mal. Gewitter an jedem Ort der Welt. Oder das Gegenteil, man kann Regenfronten auflösen, den Hagel- und Schneefall stoppen und auch selbstverständlich, um Dürre entstehen zu lassen. Diese durchgesickerten Beispiele aus den Massenmedien stellen lediglich einen kleinen Teil der Belege für die Existenz und Anwendung von wetterverändernden Technologien dar. Auf deren enormen Einfluss wies der ehemalige US-Präsident Lyndon B. Johnson bereits 1962 auf einer Konferenz. Ist das KI-Stimme? Hin mit den Worten: Wer das Wetter kontrolliert, der kontrolliert die Welt. Ein offizielles US Air Force Dokument von 1996 trägt den Titel Das Wetter. Da, Digga, das meinte ich vorhin. Kräfteverstärker und der Untertitel Owning the Weather in 2025. Wir besitzen das Wetter bis 2025. Liebe Zuschauer, wenn die Leitmedien dieses Thema ausklammern und die Schuld sowie die damit verbundene Last für Klimaveränderung dem einfachen Bürger zuschieben, kommt es mehr denn je auf uns alle an. Helfen auch Sie mit, die wahren Drahtzieher des menschengemachten Klimawandels ins Licht zu rücken. Wie das Ganze tun wir hier gerade praktisch gehen kann, erklärt Klar-TV-Gründer Ivo Sasek in seiner aktuellen Rede. Updates für Greta, die wahren Klimakiller.
Dass dann so eine kleine 12-Jährige dann vorgeschoben wird, so, ne? Auch heftig. Ach du Scheiße, Digga. Krasses Video. Das war eine miese Schwurbelei, aber richtig geil. Fand ich gut. Immer wieder ein sehr interessantes Ding so. Feier ich. Schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Haltet die Ohren steif. Peace out.